Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Bausimulator 2015 mit mir. Ja, leider noch mit mir. Wenn es, glaube ich, zurück in 5 Minuten müsste mein Cousin auch mal da sein. Also gestern waren wir ja natürlich hier bei der Baustelle und ich hatte das gehört und jetzt wurde ich irgendwie wieder zurückgebordet. Da fragt mich jetzt nicht so, weshalb. Rum, ich verstehe das Spiel auch auf einer Seite nicht. Ja, also wir sind jetzt immer noch am Spiel laden. Es ist jetzt 10:56 Uhr am 23.08.2016. Tada! Ja. So, jetzt habt ihr auch die Uhr noch ein bisschen größer. Das habe ich mir kostenlos bei Ship runtergeladen. Oh, und dann legen wir mal los. Hi. Hi. Na, auch mal wieder da. Wie bitte? Auch mal wieder da. Ja. Naja, hab gerade auch das Spiel gestartet schon. Ja, das mache ich jetzt auch. Wir müssen erstmal wieder anfangen. Muss den, wie heißt der? Schwerer Generator holen. Und also der hat nicht alles gestreichert von gestern. Ach so. Aber das müsste eigentlich egal sein. Ja. Also den Flip-Top-Kran oder wie der heißt, hat der.
Komisch. Komisch jetzt nicht. Hat es einfach nur nicht abgespeichert, weil ich auch schnell rausgegangen bin dann später. Weil du weißt, morgen Schule wieder. Ja. Na, scheiße, leider. Weißt du, was das Witzige ist? Ich frage mich, warum wir eigentlich zur Schule gehen. Wir wissen meist mehr als die Lehrer. Kannst du auch mal was dazu sagen? Ne. Ja, manchmal wissen wir doch mehr als die Lehrer, oder nicht? Ja, manchmal. Eine Schule ist aber bei manchen Sachen eh unwichtig. Das ist das gleiche wie Musik. Für was brauchst du Musik in der Schule? Keine Ahnung. Im späteren Leben brauchst du auch nicht Musik. Ja doch. Eigentlich nicht. Wenn du Musiker werden möchtest. Ja, wer will das schon? Ja, ist die andere Frage. Ja, geil. Gerade wo ich am Fahren war, kommst du dabei. Ja. Merke ich mir. Okay, auf einer Seite ist es aber auch gut, dass die Schule gibt und so alles. Weil dann wären wir nicht so ganz doof. Wie viel Prozent hast du, Florian? Arsch. Hallo. 07. Ja, okay. Hallo. 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 Florian.
Hallo? Hallo? Ah, jetzt hörst du mich wieder. Ja. Gerade nicht. Komisch. Ja, was machst du jetzt mit der mit dem Bagger? Ich bin hier gerade noch am Gucken. Ja, auf einmal hatte ich wirklich gar nichts von dir mehr gehört. Ja, ich. Ja, ich habe aber ganze Zeit Hallo, Hallo, Hallo gesagt. Ja, habe ich auch nicht gehört. So, jetzt geht's weiter hier. Jetzt geht's weiter. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. So, was können wir noch holen? Ab nicht mal. Habe ich schon, oder? Ja, gucken wir mal. Baggerin markiert einen Bereich aus. Hat schon 4. Ja, das kann ich später machen. Also ich fahre jetzt mal wieder weg und hol die Sachen, okay, Florian? Und macht was. Ja, also jetzt noch nicht alle, aber im Ja, größten kannst du Teil. schon mal anfangen. Es wird noch ein bisschen dauern hier mit dem Bagger. Wir können aber auch tauschen. Ja, es geht schon. Weil ich glaube, mit dem Gabelstapler kommst du besser zurecht als ich. Ja, du kannst auch besser mit dem Kran da zurecht. Hey, ich habe aber keinen Kran dabei. Ja, lad doch schon mal den Generator. Ihr habt irgendwo Ich in der weiß Ecke. ja irgendwo, geil, und dann auf einmal stehe ich da voll im Weg oder so, und weiß ich auch nicht mal. Bruh. Okay. Bruh. Mach mal ab.
war echt lange her. Fahren wir mit dem Tieflader. Ist auch nicht gerade leicht. Aber jetzt mit dem roten Anhänger dann. Wenn du den fährst. Stell dir mal vor, so einen ganz großen Anhänger. Kleine große Ziele. Vier mal eins, vier und nochmal. Ah. Als ob. Adi. Ein scheiß Gabelstapler. Jedes Mal. Ich lenke ein bisschen nach links. Auf einmal dreht er sich um 180 Grad. Als ob der was besser als ist. Ja, auf. Boah, nee. Ich hasse diese scheiß Behinderten. Gabelstapel immer hier.
Alter. Meine. Alter. Können wir einmal tauschen? Wieso? Ey, ich komme nicht mit dem Gabelstarter klar. Der schmeißt immer die Paletten hin. Wie kommt er nicht klar? Bin 100% drunter. Was macht er? Nehmt die Palette und schmeißt sie ja ihm wie so kreuz und quer hier rum. Komischer Gabelstapler. Komm mal, spawn nicht einfach mal hier in den Tieflader. Dann siehst du, was ich meine. Was sehe ich? Ja, guck mal, du Hey, siehst. da fehlt nur egal. Ja, du siehst, wie ich das jetzt hier drauf tue. Ja. Und auf einmal das. Muss auch zurück. Ja. Ich hab das doch 100% drauf. Nein, muss das hoch machen, zurückfahren und dann auf den Boden stellen, nochmal Ja, richtig wow, sichern. hoch, Mann. Ja, und jetzt dann schnell zurückfahren. Glaube ich, du kannst es besser. Hey, ich komme nicht klar damit. Kurz und knapp gesagt, ich komme da wirklich nicht klar. Ja, tauschen. Ja, wäre besser. Ich glaube, du kommst mit dem Gabelstab ab besser klar als ich. Begleitfahrzeug? Was machst du mit einem Begleitfahrzeug? Bruh. Der Bagger backt sich auch ein bisschen fest. Also bei mir nicht. Ey, irgendwas hat man Also bei hier. mir war das nicht. Ja, Bei mir ist irgendwas. das 100% funktioniert die ganze Irgendwie Zeit. funktioniert bei mir gar nichts heute. Ja, komisch, ne? Ich bin froh, wenn ich mal einen richtigen Gamer-Laptop habe. Brauchen wir noch irgendwas außer diese vier Paletten hier? Eigentlich ja. Was denn? Weiß ich jetzt nicht gerade auswendig. Ich bin gerade am Baggern. Das sind aber auch noch Paletten.
Und? Ach so, ja. Wie heißen die? Viermal große Ziegel, Steine, Beton und noch irgendwas. Junge, ich habe jetzt 3665 nur. Wie viel möchtest du mir noch abzocken? Kann nichts für. Hä? Wenn wir das alles brauchen, wenn wir das alles brauchen, kann ich da nichts für. Ja, ist mir klar, aber trotzdem. Ich habe jetzt nur 3665. Das sind wenig. Also, wenn du noch was holen möchtest, dann bin ich arm. Plus 7 Monaten. Hey, ich habe jetzt alles. Plus die monatlichen Abkosten, die jetzt auch gleich kommen, nochmal. Das wird ein bisschen kritisch. Ich hoffe, ich bin schnell mit den Baggern gleich vorbei und kriege sehr viel Geld, weil sonst haben wir ein ganz großes Problem. Weil das brauche ich jetzt nicht, dass ich arm werde. Nee, das wäre scheiße, ne? Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob man hier irgendwie wie im richtigen Leben, wenn man schon ein paar Stunden wenn man kein Geld gibt, also kein Geld hat, dann muss man da auch immer was bezahlen. Wegen Schulden etc. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf.
Ich hab Langeweile, keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern, so ist das hier im Block. Tag ein Tag aus, sag mit zwei Fingern. Keiner tätowiert sich, Wu-Tang auf'm Arsch. Keiner tanzt mehr Moonwalk seit Michael Jackson starb. Alle auf Salat, keiner mehr verstrahlt. Jeder macht Diät, niemand isst mehr Fleisch. Niemand hat einen Trichter, alle saufen Wein. In der guten alten Zeit waren alle Donnerstag schon breit. Ich sitz auf'm Sofa, rauch das ganze Zeug allein. Alle sind jetzt treu, niemand geht mehr raus. Keiner kämpft mehr bis zum Endboss, alle geben auf. Jeder geht jetzt joggen, redet über seinen Bauch. Bevor die lila Wolken kommen, sind alle längst zu Haus. Alle haben Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern. So ist das hier im Block, Tag ein Tag. Aus, sag mit zwei Fingern, Kopf und mach Peng, 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 Peng. Alle haben Job, ich hab Langeweile. Keiner hat mehr Bock auf Kiffen, Saufen, Feiern. So ist das hier im Block, Tag ein Tag. Aus, sag mit zwei Fingern, Kopf und mach Peng. Jeder glücklich Zweiter, keiner mehr Verlierer. Keiner geht mehr klauen, freundlich zum Kassierer. Alle ziehen aufs Land, in die große Stadt nie wieder. Silbernes Besteck, goldener Retriever. Alle mähen Rasen, putzen ihre Fenster. Wo war ich nochmal? Was ist? Ist aber sehr weit weg. Du musst eigentlich nur die Straße da folgen. Treffen, um zu reden. Du musst immer nur gerade an, von da aus. Stimmt. Geradeaus nur und dann bist du schon da. Also so weit entfernt ist es nicht, wenn man das richtig fährt. Ja. Genau schon, wir haben uns da hingefahren. Ach, du Oma da. Guten Tag. Nein. Ich hab keine Hupe. Warum nicht? Wie man eine Liebe maximal romantisch lebt, will jeder wissen, keiner hilft uns, Fairplay. Gott sei Dank gibt es Film und Fernsehen, da wo ich meine Bildung hernehme. Glaub mir, das wird super, für deine Story haben wir schon den Grund, weshalb du in deiner Jugendphase gut geladen bist. Dein Papa kam nicht zu deinem Schultheaterstück, bei mir finden wir schon was, wo der Schuh gerade drückt. Wir kennen uns seit x Jahren, du brauchst jetzt nichts sagen. Ich wollte dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt wagen? Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen.
zusammen den Bach runter. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Jetzt sind wir frei, chillen auf gigantischen Berggipfeln. Du musst dann sagen, keiner kann unseren Schmerz dicken. Wir sammeln erstmal fröhliche Kippsonntage für die hituntermalte Schnittmontage. Komm schon, das wird romantisch, wenn ich dich halte, damit du nicht auf den Klo ranbrichst. Dann verdienen wir ein Kerzenpaket für die erste. Aha, fertig. Was ist denn jetzt? Hab fertig mit dem Sparren. Ja, wer kann, der kann. Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Meisternwärter, freigeschalten, neue Baubereich, Apartment. Aha. Willst du mit Drogen nehmen? Ja. Und dann brauchen wir epische Fights, wer das lausige Age kriegt. Zuschauer, rauchende Babys, die werden nicht verwöhnt, die müssen fertig so belöffeln und die Spiele mit vom Körperbau entfernten Puppen dürfen. Du willst raus, klischeehafter Flucht in dein Land. Brüllern sowas wie. Ja, aber wer kann, der kann, oder? Kindern nirgendwo hinfahren. Ich werd euch mit der Axt durch ein Labyrinth jagen. Im Winter, weil ich das Bild feier, mach unser Leben filmreif. Hallo, Florian? Ja. Das hab ich auch gut gemacht, oder? Ja. Das Witzige ist, ich hab eigentlich nur das Loch, was du schon gehabt hast, weitergemacht und dann eigentlich dann nur ein bisschen tiefer gemacht und dann hatte ich schon die. Dann hat er mich gefragt und dann konnte ich. Ja. Nein, Mann. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Ja, wo soll ich denn hin? Da hin. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Komm, wir gehen. Der liegt ja auch auf ihn. Wie man an der Liebe maximal romantisch lebt, will jeder wissen, keiner hilft uns, Fairplay. Gott sei Dank gibt es Film und Fernsehen, da wo ich meine Bildung hernehme. Glaub mir, das wird super, für deine Story haben wir schon den Grund, weshalb du in deiner Jugendphase wutgeladen bist. Dein Papa kam nicht zu deinem Schuh. Man kann ja doch drauf fahren. Worauf? Auf den roten hier. Man kann die Ladefläche wieder absetzen, egal ob es mal. Ich fragen, wollen wir den nächsten. Hey, wie hast du das denn gemacht? Left Shift und C. Von 100 irgendwie. Ja, und C. Ja. Warte mal. Damit kann man die aufnehmen. Stopp mal. Jetzt hab ich sie wieder drauf. Mach mal wieder ab. Ich möchte das einmal sehen, wie das aussieht. Okay. So. Oh, jetzt komm ich gar nicht mehr hoch hier. Da sind dann auch so Art Rampen, da kann man hochfahren. Ja, guck mal, es geht doch. Ja. Ja. Ey, geil. Dann könntest du theoretisch hier mit einem Bagger drauf. Hier so, mit einem Bagger. Ja. Und dann hier. Und hier die Walze. Aber eigentlich wollte ich die jetzt komplett abstellen. Ey, das sieht geil. Ja, um ganz auszuschalten, musst du. Darfst du kein. Left Shift. Ja, ich weiß. Nur C. Ja, jetzt haben wir das. Geil, du kannst das. Bam, Alter. Ich sag nur geil. Einfach nur geil. Gut, dass wir den geholt haben. Weil ja, der Blaue kann das nicht. Nee, der kann es nicht. Der Blaue kann gar nichts. Also gut wie nichts. Wohin? Ich hole jetzt noch die anderen Sachen ab. Mit dem Tieflader. Wie die anderen Sachen. Ach so, du hast den anderen LKW
Anhänger den Orangen noch geholt? Ja, ich hol den jetzt gerade, ich bin gerade dabei. Also. Ist ja nicht weit. Ja, ich dachte, weil ich weiter baggern, aber. Wieso nicht? Ja. Fertig. Du wirst mit den Kindern nirgendwo hinfahren. Ich werd euch mit der Axt durch ein Labyrinth jagen. Im Winter, weil ich das Bild feier. Mach unser Leben filmreifer als Til Schweiger. Es hat Action, Drama und Comedy. Also was sagst du, mon chéri? So, jetzt, jetzt. Ach, wir baggern wieder. Nehmen, dann wird es rote Rosen regnen. Und dem Florian? Die Show ja. Weißt du, was das Witzige ist? Wir dürfen den gleichen Bereich wieder ausbaggern. Nur nebenan. Warte. Du musst was trinken.
Ja, bin ich wieder. Gut. Musste jetzt gerade trinken holen. Weißt du, was wir eigentlich noch bräuchten? Eine zweite Tieflaserungmaschine. Ich habe schon 90.965. Ich habe 75. Ja, theoretisch könnten wir uns noch einen holen. Ja. Nur wir wollten ja auf den Mobilkran sparen. Das ist schon wahr, ja. Wenn wir den haben, dann können wir auch hier die neueste Sonnenauf-Mission machen hier mit dem Stadion. Ja. Hatte ich auch so in Überlegungen hier mit Tieflader noch einzuholen, aber. Wir haben ja jetzt auch zwei Anhänger, also wird das ja. Ja, den einen Anhänger könnte man auch gar nicht benutzen und dafür benutzen wir nur einen. Ja. Wenn hier auf dem Orangen, da geht halt viel mehr drauf. Das ist halt. Orangen? Also da. Roten? Ja. Nee, auf dem Orangen, da geht viel mehr Ladung drauf. Ladung? Weil er eine viel größere Fläche hat. Aber Fahrzeuge können bei den Roten mehr drauf. Ja, das stimmt. Bei den Roten können zwei drauf, bei den Orangen nur einer. Ja, rein theoretisch könnte man hier auch dort zwei drauf machen, das wäre dann nur nicht so gut. Eigentlich ist das gedacht worden nur für ein Fahrzeug. Ja. Wie es weitergeht, seht ihr bei der nächsten Folge. Lasst ein Like da, abonniert mich. Bis dahin, ciao, ciao.